Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den Mercedes und zwar speziell um das Getriebe 722.9002. Aber die meisten kennen das unter 722.9. Und zwar geht es hier darum, wenn ihr eine Reparatur macht, wie zum Beispiel der Ölkühler, der hier gemacht wurde, und ihr das Auto hin und her bewegen müsst, oder ihr seid irgendwo stehen geblieben und guckt euch gerade das Video an, wie man so ein Getriebe notentriegelt. Deswegen machen wir auch das Video zu. Und zwar könnt ihr das Ganze nur notentriegeln mit einem Diagnosetester. Oder natürlich Seilzug unten abmachen, beziehungsweise den Stecker davon abmachen und mechanisch von unten in Klammern mit Gewalt entriegeln. Aber es ist eigentlich vorgesehen, dass man das Ganze nur mit einem Diagnosetester notentriegelt und nicht, wie man das meistens kennt, Schalteinheit hochheben und da ist irgendwo eine Taste, irgendwo was. Gibt es hier nicht. Deswegen, oder ihr müsst das Auto halt hochheben und von unten irgendwie mit einem Imbus oder Seilzug lösen und das Ganze machen. Aber das ist eine nicht fachmännische Notentriegelung. Die normale Notentriegelung ist über den Diagnosetester. Das will ich einmal mit euch machen. Aber die Besonderheit ist hier, die Notentriegelung funktioniert hier auf Zündung 1. Das bedeutet, ihr müsst nicht unbedingt auf Zündung 2 bewegen, weil das ist ja auch meistens das Problem, wenn man auf Stufe 2 dreht, dass die Kraftstoffvorförderpumpe schon Sprit fördert und man sich alles mit Sprit vollflutet. Deswegen, ihr könnt die Notentriegelung auf Stufe 1 der Zündung machen. Die Zündung hat ja 2 Stufen. Verständlich. Und manchmal ist ja auch das Zündschloss kaputt, sodass man das gar nicht in die zweite Position bekommt. Und deswegen widme ich dieses Video dem einen oder anderen, der da Probleme hat und den irgendwie jetzt notentriegeln möchte. Das möchte ich mit euch mal mit dem Diagnosetester machen. Und zwar, das ist einmal Ottofix, aber das funktioniert eigentlich auch gleich mit den ganzen anderen Android-Diagnosetestern. Die haben eigentlich das gleiche Betriebssystem, ob jetzt Top-Down, Launch, was es da so alles gibt. Und ich denke mal, mit den Handy-Apps wird das wahrscheinlich auch irgendwie sein. Und zwar geht man auf die Schalteinheit, auf die Ansteuerung und steuert das Ganze einfach an. Wir machen das mal zusammen für den einen oder anderen, den es interessiert, hilfreich ist oder sehen möchte. Ja, da würde ich sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja, aber was ist das für ein Fahrzeug? Was ist das für ein Motor? Das ist der Motorcode 642, also der OM642, wo wir Ölkühler schon, was weiß ich, wie viele gemacht haben. Punkt 850. Muss mal eben gucken. Das ist der W212er. So. Ja, 3 Liter, ist klar, Baujahr, 11.2011. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, beziehungsweise KW, haben wir noch irgendwas? Ich habe die KWs jetzt nicht im Kopf. Das ist der V6 Motor, ist klar, bei dem OM642. Aber die
Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall, dass die Grunddaten reichen auch eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir notentriegeln das Ganze mal, beziehungsweise steuern den einmal an, damit ihr das Ganze mal seht, wie das Ganze funktioniert. Ja, um das Ganze jetzt nochmal zu erklären, Schlüssel rein und dann halt, es reicht, wenn ihr die Stufe 1 macht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, in Stellung 2 drehen. Das ist da, wo die Zündung dann angeht. So, aber zur Notentriegelung reicht die erste Stufe, dass einfach nur Beleuchtung an ist. Ich habe es probiert ohne erste Stufe, also ihr müsst ihn mindestens auf die erste Stufe drehen. Und das ist halt das Modell, was halt hier den Wählhebel hat. Und ja, so dass quasi bei euch nichts leuchtet, beziehungsweise dass keine Kontrolllampen leuchten. So. So, und in der Position können wir da sehen, dass der jetzt auf P ist. So, der ist jetzt auf P. Und dann stellen wir das Ganze mal an. Dann gehen wir halt auf das jeweilige Steuergerät. Dann gehen wir auf Antrieb. Gehen auf, ihr habt die Möglichkeit Getriebesteuerung oder Schaltmodul. Wir müssen auf das Schaltmodul gehen. Da unten war, glaube ich, sogar Wählhebel. Das war, glaube ich, die Anlerngeschichte. So, und dann haben wir halt hier die Möglichkeit, auf Ansteuerung zu gehen. Und dann Getriebe in Neutralstellung bringen. So, natürlich ist es jetzt ganz, ganz wichtig, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. So, er möchte, dass man hier komplett die Zündung einschaltet. Es reicht, wenn ihr das auf Stellung 1 habt. So, Motor darf natürlich nicht an sein. Feststellbremse anziehen, gegen Wegrollen sichern. Weiter. So, dann solltet ihr es eigentlich hören. So, ich hoffe, das hat man jetzt gehört. So, und siehe da, wir haben es auf Neutral und sind immer noch auf Stufe 1. So, und dann kann das halt frei bewegt werden. Unfallgefahr durch Wegrollen. Durch Betätigung der Weiter-Taste wird er wieder in P gestellt. So, ich hoffe, das hat man gehört. Er hat das jetzt auf P gestellt. So, Zündung aus. Und da können wir sehen, dass er wieder auf P ist. Und das war es dann schon. So, ja Leute. Und so kann das Ganze aussehen, wenn man das auf Neutral stellen möchte. Deswegen wichtig, gegen Wegrollen sichern, Handbremse anziehen. Und falls ihr motormäßig, spritmäßig was ausgebaut habt, wenn ihr auf Stufe 2 macht, dann schießt euch einmal Sprit komplett überall hin, wenn ihr die Leitungen natürlich nicht dicht gemacht habt. Und ja, also es ist keine wirkliche Notentriegelung, aber das ist die einzige Variante, die man machen kann, ohne das Auto hochzuheben oder irgendwie bewegen kann. Deswegen, ihr müsst den irgendwie in Stufe 1 bekommen, irgendwie Strom überbrücken, weil sehr, sehr gerne gehen die Zündschlösser kaputt und dann geht er nicht in Stellung 2 und man kriegt das Auto einfach nicht bewegt. Oft die Problematik. Deswegen, ich hoffe, mit diesem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen, wie man sowas notentriegeln kann. Und ja, ansonsten schreibt natürlich alles gerne unten in die Kommentare für den einen oder anderen, um weiterzuhelfen, wenn man so ein Modell weiter bewegen möchte. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos. Und ihr könnt natürlich auch gerne unten reinschreiben, bei welchen Fahrzeugen wir noch so ein paar Notentriegelungsvideos machen können, weil ist meistens sehr, sehr wichtig. Wenn man irgendwo steht und das Ding nicht bewegt bekommt, dann steht man da und dann heißt es erstmal googeln, YouTube gucken. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!